Herzlich willkommen im Hildegard Naturhaus. Im heutigen Gesundheitstipp aus der Naturheilkunde nach Hildegard von Bingen geht es um den Gwendel. Der Gwendel wird auch als wilder Thymian bezeichnet und wird nach Hildegard von Bingen sowohl für eine reine Haut als auch zur Gedächtnisstärkung verwendet. Neben vielen ätherischen Ölen enthält der Gwendel auch Thymol sowie reichlich Gerb- und Bitterstoffe. Der Gwendel ist warm und gemäßigt. Und ein Mensch, der krankes Fleisch des Körpers hat, sodass sein Fleisch wie die Krätze ausblüht, der esse oft Gwendel, entweder mit Fleisch oder im Mus gekocht. Und das Fleisch seines Körpers wird innerlich geheilt und gereinigt werden. Und wenn das Gehirn krank und wie leer ist, dann pulverisiere er Gwendel. Und dieses Pulver vermische er mit Semmelmehl in Wasser. Und so mache er Törtchen und er esse sie oft. Und sein Gehirn wird sich besser befinden. Wenn Hildegard von Bingen sagt, dass der Mensch ein krankes Fleisch hat, dass Krätze entsteht oder dass die Haut räudig ausblüht, dann versteht man heute vielleicht unter schuppige Haut, Ekzeme oder eben auch hin bis zur Neurodermitis. Dann sollte man Gwendel im gekochten Zustand essen. Gwendel gehört aber mit den Lebensmitteln mitgekocht, mit Fleisch, mit Mus, aber auch mit Gemüse. Wichtig ist, dass oft und regelmäßig Gwendel verwendet wird, damit die richtige hautdurchblutende Wirkung erreichen kann. Gwendel kannst du frisch verwenden vom Garten oder eben auch im getrockneten Zustand als Pulver mit dem Essen mitkochen. Gwendel ist ja das Hautgewürz schlechthin. Das bekannteste Gwendelrezept ist die Gwendel-Dinkelgrießsuppe. Für einen Liter Dinkelgrießsuppe verwendet man ungefähr 1 Teelöffel Gwendelpulver. Das wird mitgekocht und das schmeckt auch gut. Wir essen das sehr, sehr gerne. Aber ganz gut und schmackhaft ist auch der rote Rübensalat. Und die roten Rüben werden ja auch vor einem Salat machen, eben gekocht. Da kann ich wieder Gwendel mitkochen. Also nützt jede Gelegenheit, wo Gwendel in die Lebensmittel reinpasst und mitgekocht werden kann. Aber bei jeder Hauterkrankung müsst ihr immer denken auf den ganzen Verdauungstrakt, auf den Magen- und Darmtrakt, dass der Darm richtig saniert wird, dass die Darmflora wieder belebt wird. Nachher hast du eine wesentlich schnellere Hautwirkung. Interessant ist schon, dass Hildegard oft ein Heilmittel hat, aber mit einem anderen Rezept eine ganz andere Wirkung erzielt wird. So sagt Hildegard, wenn das Gehirn krank und leer ist, da denken wir an Gedächtnisverlust, Alzheimer oder Vergesslichkeit, dann tut man das Gwendelpulver mit einem Semmelmehl zu Törtchen machen, hat Hildegard gesagt. Man kann Weizenmehl nehmen, aber noch besser ist vielleicht sogar das Dinkelmehl. Gwendelkekse sind die bekanntesten Rezepte dafür. Da nimmt man einen normalen Mürbeteig und in den Mürbeteig gebe ich einfach ein bisschen Gwendelpulver rein und es wird mitgebacken. Aber du kannst Gwendel auch in andere Rezepte verwenden, wie in Waffeln, in Kuchen, einen normalen Kugelhupf machen und ein Gwendelpulver reingeben. Aber es passt sogar auch zum Kaiserschmarrn oder in den Palatschinkenteig rein. Hildegard sagt aber, und esse dies oft. Also nimm jede Möglichkeit her, wo du Gwendel mitbacken kannst und du hast eine bessere Hirndurchblutung. Also das beste Gwendelrezept, das hat meine Schwiegertochter gemacht. Sie macht nämlich ein Gwendel-Dinkelbrot. Und da habe ich auch wieder den Gwendel dabei und ich kann mein Hirn besser durchbluten. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Wenn Sie bemerken, dass sich die Vergesslichkeit ausbreitet, dass ein beginnendes Alzheimer da ist, dann sollte man wirklich fleißig dahinter sein und Gwendel im gebackenen Zustand essen. Aber berücksichtigen Sie auch, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, was die Hirndurchblutung fördert, wie zum Beispiel die gekochten Maroni, Brennnesselöl, Dipdam oder eben auch fleißig Mandeln essen. Aber darüber haben wir auch schon in andere Gesundheitstipps berichtet.
Neben den soeben gehörten Anwendungen nach Hildegard von Bingen wird der Quendel auch in Form von Tee oder Sirup bei Erkältungsbeschwerden, Bronchitis, Reizhusten, aber auch bei Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl, Sodbrennen oder Blähungen verwendet. Aufgrund der enthaltenen Gerb- und Bitterstoffe wird Quendel auch gerne bei Fleischgerichten, Fisch oder anderen Speisen mitgekocht, da diese Wirkstoffe die Verdauung unterstützen. Beim nächsten Mal geht es um die Maroni und ihre 4 verschiedenen Heilwirkungen nach Hildegard von Bingen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund!